das größte Automobilwerk Europas, Volkswagen. Wolfsburg im Norden Deutschlands. Im Süden Ingolstadt. Die Volkswagen-Tochter Audi. Vorreiter bei vielen technischen Innovationen, nicht nur beim Allradantrieb. Der Firmenleitsatz: Vorsprung durch Technik. Nur 226 Kilometer von Ingolstadt, 225 Kilometer von Wolfsburg im Osten Deutschlands, Zwickau. Eine Industriestadt in Sachsen. Das frühere Zentrum des deutschen Automobilbaus. . 1904 gründete August Horch die Horch Motorenwagenwerke AG. Sein Leitsatz: Ich war unter allen Umständen bemüht, nur gute Wagen aus erstklassigem Material zu bauen. Horch wurde bald zur Nobelmarke. Aber Gründer und Geldgeber gerieten in Streit. Horch musste gehen. Nun setzt man sich damals hin und hat alles Mögliche getan, um einen neuen Namen für die Firma herauszubringen. Da hat ein Gymnasiast, der im Zimmer mit saß bei uns, der kam auf den Namen Audi. Der sagt, es ist doch sehr einfach, das heißt doch auch Horch. Und auf diese Weise sind dann die Audi-Werke entstanden. So wuchs direkt in der Nachbarschaft das neue Audi-Werk. Lateinisch Audi, zu Deutsch Horch. Die Weltwirtschaftskrise zwang die deutsche Autoindustrie zur Konzentration und führte Horch und Audi zusammen. Dazu kamen die Firmen Wanderer und DKW. So entstand 1932 die Auto-Union aus den Marken DKW, Audi, Wanderer und Horch. Neben diesen Nobelmarken nahm der DKW bald die führende Rolle unter den Kleinwagen ein. Er wurde eine Art Volkswagen der 30er Jahre. Er war das erste Serienauto mit Frontantrieb und Zweitaktmotor. Seine Karosserie bestand teilweise aus Holz. Ein unverwüstliches und erschwingliches Fahrzeug. Vom einfachen Viersitzer bis zum Luxuscabriolet. 4 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg. Die IFA, Industrievereinigung Fahrzeugbau, produzierte in der Deutschen Demokratischen Republik den F9, weitgehend identisch mit dem in Westdeutschland gebauten DKW 3-6. Der Kalte Krieg brachte der DDR immer mehr wirtschaftliche Isolation. Stahlblech wurde knapp. Um trotzdem einen ostdeutschen Volkswagen entwickeln zu können, erinnerten sich die Konstrukteure an die bewährte Mischbauweise von DKW. Für die Karosserie wurde ein spezieller Kunststoff entwickelt und am P70 erprobt, einem Vorgänger des Trabant. Der erste Trabant ging 1958 in Serie. Prototypen für einen Nachfolger gab es schon Ende der 60er Jahre. In Kunststoff und Blech. Mit 2- oder 4-Taktmotor, zum Teil auf westlichem Niveau. Aber die Kommandowirtschaft hatte andere Pläne. Kein Prototyp ging in Serie. Für sie war das Werksmuseum Endstation. Nur das Modell 601 blieb in Produktion. Es lief fast unverändert über 3 Jahrzehnte vom Band und vorbei an allen anderen technischen Weiterentwicklungen. VEB Sachsenring hieß ab 1956 das Horchwerk und war die alte und neue Produktionsstätte zugleich.
Der Name Trabant kommt aus dem Lateinischen und heißt so viel wie Gefährte oder Begleiter. Und so entstand er. Pressen der Blechteile für das Gerippe des Trabant. Menschen schaffen die Verbindung der einzelnen Pressen zu einer Pressenstraße. Das vorgeformte Bodenblech trägt das Gerippe. Das Ovalband kommt 1963. Damit wird die Fertigungszeit pro Wagen um 2 Stunden verkürzt. Im Werk Sachsenring sind 12.000 Mitarbeiter beschäftigt, darunter viele Gastarbeiter aus Vietnam, Kuba und Mosambik. In 2 Schichten entstehen täglich bis zu 580 Trabant. Durchschnittlicher Monatslohn 1.200 Ostmark. Die Trabant-Seitenteile auf dem Weg in ein Rundband. Die fertige Bodengruppe mit Vorbau. Die Seitenteile sowie Front- und Heckfensterrahmen werden eingespannt und vorgeheftet. Am Rohbaugerippe fehlt noch die Heckschürze. Ein Schweißroboter komplettiert die Heckschürze und reicht das Teil weiter. Die Auspunktstrecke. Die Rohkarosse wird mit 4.620 Schweißpunkten aufgebaut. Die Rohkarosserie steht. Die Zwickauer Gabelstaplerfahrer leisten Millimeterarbeit. Meter entfernt das Werk 3. Karosseriebeplankung und Lackierung. Baumwolle geringerer Qualität aus der UdSSR. Als Füllstoff gut genug und gleichzeitig ein Ausweg aus dem Rohstoffengpass der DDR. Der zweite Rohstoff der Kunststoffkarosserie,
das Phenolharz als Bindemittel. Ausgefiltert bei der Destillation von heimischem Braunkohlenteer. Die aufbereitete, zerkleinerte Baumwolle wird im Kalander zum Vlies gepresst und mit Phenolharz gemischt. Die Dosierung entscheidet über die Eigenschaften, Beständigkeit und Elastizität. Bis zu 12 Baumwollfließbahnen übereinander gelegt, geben der Kunststoffhaut die notwendige Festigkeit. Die Vorverdichtung unter der Walze und ein automatischer Zuschnitt sorgen für zügige Verarbeitung. Die Zuschnitte für die einzelnen Karosserieteile werden festgelegt. Ein hinterer Kotflügel. Die Reste werden wiederverwendet. Ein Recyclingbeispiel. In den Heißpressen entstehen die Duroplastteile. Wie bei einer Blechpresse pressen Bett und Stempel. Die Füllung für das Dach eines Trabant. Eine Lage Spezialpapier, die Innenseite des Daches. Der Pressvorgang. Oben die Gegenform aus Hartgummi. Wieder Spezialpapier, um das Ankleben an der Gummiform zu verhindern.
Die 45 Pressen müssen im Ablauf koordiniert werden, um einen Teilestau zu verhindern. Der Stempel fährt mehrmals auf und nieder, um die Luft in den Hohlräumen aus der Matte zu drücken. Über die richtige Mischung aus Heiß- und Kühlwasser wird das Pressgut temperiert. Bei 188 Grad fließen Baumwolle und Phenolharz ineinander. Die heiße Phase dauert 8 Minuten. Zeit für einen Abstecher. 40 Kilometer in Richtung Osten liegt Chemnitz. Unweit der ehemaligen Rennabteilung der Auto-Union liegt der Stammbetrieb des IFA-Kombinats. Hier entsteht der Trabant-Motor. Die Kurbelgehäuse aus der Gießerei in Leipzig kommen an. Die Hubzapfenscheiben. Ausgesuchte Exemplare für die Drehbank. Die halbfertigen Hubzapfenscheiben in der Waschanlage. Die Halle, in der die Kurbelwelle bearbeitet wird. Alte Werkzeugmaschinen neben modernem Gerät. Beim Drehen. Beim Bohren. Beim Schleifen des Lagersitzes der Hubscheibe. Ein mit Diamantleisten besetzter zylindrischer Körper poliert die Zylinderlauffläche. Nach dem Waschen eine erste Prüfung. Wie stark weicht die Bohrung von der Kreisform ab? Jeder Zylinder wird einem passenden Kolben zugeordnet. Paare mit gleicher Toleranz mit Farbe markiert. Die Kurbelwelle. Aus mehreren Teilen zusammengesetzt. Mit
einem gekonnten Taumelschlag wird der Rundlauf der Kurbelwelle in die gewünschte Toleranz gebracht. Die Taktstraße für die Motorenmontage. Kapazität 615 Aggregate pro Tag. Das Kurbelgehäuseoberteil wird mit Klebemasse versehen, die zugleich abdichtet. Kolben werden auf die Pleuelstangen gesetzt. Die Kolbenringe sind vorgespannt, der Zylinder wird aufgesetzt. Auf dem Weg zum Prüfstand. Jeder Motor muss hier 4 Minuten durchhalten. Rund 20 Zweitakter werden gleichzeitig geprüft. Hubraum 600 Kubikzentimeter, 26 PS, Luftkühlung. Leerlauf und Kraftstoff-Luftgemisch werden am Vergaser eingestellt. Prüfdrehzahl 2000 bis 3000 Umdrehungen pro Minute. Geräuschprüfung. Das geschulte Ohr des Fachmanns ist hier gefragt. Nach der Endabnahme. Von Chemnitz zurück nach Zwickau. Inzwischen sind Baumwolle und Phenolharz miteinander verschmolzen und ausgehärtet. Nach der 8 Minuten langen heißen Phase und weiteren 2 Minuten Kühlung ist das Dach nur noch handwarm. Duroplast ist weltweit mit über 30 Patenten abgesichert. Der Beitrag des Sachsenrings zur Kunststoffentwicklung im Automobilbau. Denn der Trabant war der erste und bisher einzige Großserienwagen mit Kunststoffkarosserie.
Biografie für eine Bandsäge. Die groben Sägespuren werden entgratet. Glattschleifen und sauber bürsten, besonders an den späteren Verbindungslinien mit dem Rohbaugerippe. Duroplast kann nicht verrotten oder rosten, anders das Blech. Darum wird es zunächst entfettet, gereinigt und zinkphosphatiert. Dann eine Tauchgrundierung. In einem elektrischen Feld wandern feste Lackbestandteile zur Rohkarosserie. Was nicht haftet, wird abgespült. So werden auch alle Hohlräume erreicht. Die Verkleidung bereit zum Beplanken. 32 Kilogramm je Fahrzeug. Der Haftgrund auf dem Gerippe ist eingebrannt. Die Einkleidung kann beginnen. Das Formteil für das Dach. Kleben anstatt zu schrauben. Der Vorteil, der Buna-Kautschuk haftet und dichtet gleichzeitig ab. Nur an besonders hoch belasteten Stellen wird verschraubt. Gleiche Toleranzen rund um die Tür. Jetzt passt sie nur noch diesem einen Trabant. Eine Art Maßanzug im Automobilbau. Die Kunststoffhaut noch ohne Farbe. Damit die Farbe hält, ist ein Haftvermittler erforderlich, der Primer. Gut verpackte Roboter spritzen den Trabi von außen. Im Innenraum machen das Menschen. Der Primer füllt Unebenheiten aus. Was übersteht, wird nass abgeschliffen. Dazwischen immer wieder Kontrollen. Der Decklack wird aufgetragen. Fünf Farben stehen zur Auswahl. Der Kunstharzlack kommt aus Eisenach. Er trocknet in 4 Minuten bei 90 Grad. Über 110 Grad verziehen sich die Duroplastteile. Damit ist der Lack vorgehärtet. Die Karosserie wird wieder einige hundert Meter ins Werk 2 transportiert zur Endmontage.
Die Karosserie dreht ihre Unterseite nach oben. So muss an der Hinterachse nicht über Kopf gearbeitet werden. Eine ergonomische Maßnahme. Seit 1988 hat der Trabant Einzelradaufhängung mit Schraubenfedern. Unterbodenschutz serienmäßig. Für die Montage steht ein U-Band zur Verfügung. 150.000 Trabis pro Jahr können damit produziert werden. Halbzeit. Am Ende der ersten Bandhälfte setzt ein Kettenförderer die Karosserie auf die Gegenfahrbahn. Dort wartet bereits der Antriebsblock samt Getriebe und Vorderachse auf die traditionelle Autohochzeit. Vier Männer und sechs Schrauben, um den kompakten Fahrschemel an der Karosserie zu befestigen. Und wieder einklinken in den Takt des Bandes. Radmontage. Die Felgen werden in demselben Hallenkomplex grundiert, lackiert und bereift. Der Tank liegt über dem Motor. Man braucht also keine Benzinpumpe. Die Bremsflüssigkeit wird eingefüllt, die Leitungen entlüftet. Das Öl-Benzin-Gemisch konnte im Lauf der Jahre auf das Verhältnis 1:50 gebracht werden. Aber die blaue Fahne verrät noch immer ein gehöriges Defizit im Umweltverhalten. Die Jungfernfahrt führt über den Rollenprüfstand. Noch ist der Wagen nicht komplett. Er hat noch keine Sitze. Jeder Fahrer mit eigenem Klappsitz. Wie dicht ist die Kunststoffkarosserie? Eine einfache, aber wirksame Kontrolle. Alle 5 Minuten verlässt ein Trabant die Fabrik. Er fährt auf eigenen Achsen zum 3 Kilometer entfernten Auslieferungsplatz oder gleich auf die Transportwagen der Reichsbahn. Drei Millionen Trabis wurden gebaut. Die normale Wartezeit für einen Durchschnittsbürger betrug 15 Jahre. Ich möchte dem Trabant vorläufig treu bleiben, zumal er eben der 7. ist und ich etwa 520.000 Kilometer schon gefahren habe. Und nun sicherlich auch noch einige zigtausend Kilometer mit dem neuen fahren möchte. So etwa 3 Jahre vielleicht. Ich werde nächste Woche werde ich 60. Das ist sozusagen das Geburtstagsgeschenk.
Und, naja, sagen wir in 2-3 Jahren ein Rentnerauto dann, was dann sicherlich kein Trabant mehr ist. Am 30.04.1991 lief der letzte Trabi vom Band. Es waren insgesamt 3.096.098. Der letzte Trabant bedeutete das Ende des VEB IFA. Doch Wagenbauer wird es in Zwickau weitergeben. In Mosel, nur wenige Kilometer entfernt, schreibt Volkswagen die Geschichte dieses traditionsreichen Industriestandorts weiter. Mit einem neuen Werk für neue Autos. Konstruiert für anspruchsvolle Fahrer und im Einklang mit der Umwelt. Der Leitsatz des alten Horch soll weiter gelten. Ich war unter allen Umständen bemüht, nur gute Wagen aus erstklassigem Material zu bauen.